Praktikumsbericht. Heute wurden endlich die noch fehlenden Tür- und Fensterstürze geliefert. Für unseren Polier ist das Auflegen solcher Stürze einer der wichtigsten Arbeitsschritte, da es neben statischer Präzision vor allem noch echte Manneskraft erfordert. So. Ja, mach mal voran da mit deiner Handschuhe. Moment, mein Handschuh ist falsch rum. Oh, was ist? Er hatte seinen Handschuh verkehrt rum an. Komm jetzt, also hier mal ein bisschen Konzentration hier. Verstehst du, wenn wir die Stürze bis heute Mittag eingebaut haben, dann kann ich nämlich auch bei der Chefin den Wind aus den Segeln nehmen und dann muss sie uns auch vielleicht mal bezahlen. Und ich glaube, das ist auch in euren Interessen. Aber bevor die bezahlt, ja, da mache ich schon lange irgendwas anderes. Zum Beispiel Gehirnchirurg oder, ey, pass auf, Sänger bei den Superstars. Du kannst singen? Ja, was denkst du, wie Rollerauer Witaka? Der Typ ist so unmusikalisch wie Opa seinen Krückmann, Kerl. Ich mag seine Stimme. Pass auf. De Felicita. Susi, was ist denn? Hör mal, Oliver, hast du dich verletzt? Ich glaube nicht, aber vielleicht kann... Ja, was liegst du denn da rum? Steh mal auf und mach mal was. Ich kann ja nicht wegen meinem Bandscheibenvorschlag. Hör mal, Professor, bist du Mann oder Memme? Jochen! Zuallererst bin ich mal Mensch. Und als solcher kann ich so ein Ding nicht alleine tragen. Mann, Jung, das ist doch wie beim Sex. Wenn du willst, dann kannst du auch. Na, Kalle? Immer noch am Verloren? Ich dachte, du wolltest mal reich und berühmt werden. Okay, du alten Wender, du! Was läuft? Wollt ihr mal neue Reifen an der Intermanziote, oder was? Nix Reifen. Ich hab was mit dir zu besprechen. Aha. Liti, schreib's auf den Deckel, wohl? Ja, dann kann ich's auch gleich in den Kamin schreiben. Lass mal, Liti. Geht auf mich. Hör mal, hier stehen auch noch zwei. Die könnten auch. Einvertragen, Mücke. Damit ein Reifenhandel. Läuft bombig, wa? Ich hab umgesattelt. Reifenhandel mache ich nur noch für den Steuerberater. Mit Reifen verticken oder Mauern. Du wirst ja nie reich und berühmt. Aber mit Sprüche kloppen. Lass mal, Liti, ist gut. Also, was liegt an? Sport. Wir brauchen Kerl mit Muskeln. Puh. Für die ganz große Kohle. Das sollte wohl mal ein Bein werden. Ja. Wusste ich doch, dass du der Richtige bist. Sicher? Ja, aber für was denn du? Boxen. Ich organisiere Kämpfe. Die ganz harte Tour. Ohne Handschuhe und so Kinderkacke. Machst du mit? Ja, komm, vergesst es, ihr Spaßvögel. Vom Rumfummeln wird das Ding auch nicht länger. Boah. Kacke hier! Steh das überhaupt nicht! Wo ist überhaupt Kalle? Weiß ich. Ich geh mal gucken. Ja, guck Mann. Mal. Das muss eine falsche Lieferung sein. Na, früher war das gar kein Problem. Rechts und links ein bisschen vorstehen lassen, das Ding drauf, sofort Putz drüber, da merkt das kein Schwein. Ja, nur, dass wir sowas nicht machen, Opa. Das wäre nämlich Fusch. Ja, klar, Joch. Bloß kein Rat annehmen von älteren Kollegen, wohl? Ich war früher bei der Amateure. Union Heroes. Ja, da war ich wohl mal Landesmeister, wohl? Kümmel, gut, dass du kommst. Hier ist Gefahrenverzug. Kalle, wo bleibst du denn? Die Stürze sind alle zu kurz und Jochen kriegt wieder seine hysterischen. Du stehst hier, Kollege. Kalle hat keine Zeit. Der macht Karriere. Was machst du? Lass mal gut sein. So, jetzt frage ich dich. Wer soll das erste Opfer sein? Keine Panik. Ist ein todsicheres Ding. Wir fangen mit dem leichten Gegner an. Den kennst du vielleicht noch vom Heros. Michi heißt er. Michi! Hör mal, der Typ hat mir früher mal die Schuhe zugebunden. Den gebe ich höchstens eine Runde. Also, wo ist der Haken? Kalle, lass dich ja nie auf so einen Abzock hier ein. Der Abzock läuft bei mir nicht. Ich kassiere den Eintritt und organisiere die Wetten. Jeder Fighter kriegt vorab 300 Euro Startgeld. Garantiert, plus Siegprämie. 300 Euro? Dann sind wir dabei. Wer, wir?
Ja, du und dein Manager. Einer muss dich juristisch und vor allen Dingen rechtlich betreuen. Oder willst du das alles alleine machen? Wir sind dabei, ich und mein Manager. Okay, kleines Problem. Ich kann den Kampf nicht bei mir im Reifenlager steigen lassen. Die Bullen haben in letzter Zeit ein verschärftes Auge drauf. Hast du nicht eine Idee für eine neue Location? Damit kann ich mich leider nicht abgeben. Da muss ich mit meinem Manager besprechen. Wann soll denn der Kampf stattfinden? Heute Abend noch. Was, ein Boxkampf? Auf meine Baustelle? Ihr habt wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Jochen, ich bin doch jetzt der Manager. Ich hab schon zugesagt. Das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Genau. Willst du mir die Karriere versauen, oder was? Ja. Karriere? Was denn für eine Karriere? So wie deine letzte Karriere als Rennfahrer, oder was? Da reparieren sie heute noch den Kreisverkehr. Ja, weil ich besoffen war. Ja, außerdem können wir eh nicht arbeiten wegen den zu kurzen Stürzen. Jochen, ist doch nur einmal. Aber Boxen ist inhuman. Man zelebriert Gewalt für Geld. Halt doch mal die Schnauze, ja? Jochen, ich rieche Geld. Wir können bei diesem Mücke wetten. Wir verdienen uns dumm und dusselig. Wieso das denn? Ja, weil Michi ein schwächliches Fliegengewicht ist und Kalle... Ne Keule! Ja, das ist ein todsicheres Geschäft. Pass auf, hier. Das sind 300 Euro, Hüljas Haushaltsgeld. Und der Kalle setzt sein Startgeld. Das kann überhaupt nicht schief passieren. Das ist mein Manager. Dein Manager? Soll ich dir mal was sagen? Dein Manager ist ein Haiopai, weil er überhaupt keine Ahnung von Boxen hat. Ach, aber du oder was? Zufälligerweise ja. Zufälligerweise verstehe ich nämlich ein bisschen was vom Boxen. Und ich verstehe, dass der Kalle gegen so ein Fliegengewicht null Chance hat. Ein Fliegengewicht, das ist leicht, das ist wendig, das ist flink, verstehst du? Du traust mir gar nichts zu, wa? Muss ich jetzt beweisen. Von mir aus können wir jederzeit ein Sparring veranstalten. Von mir aus jederzeit. So ein Test, das wäre gar nicht so schlecht. Ja, okay. Aber dann bitte gleich gegen einen, der Kondition hat. Nicht hier Zarettenautomat wie Kalle. Nicht so ein Schluckspecht wie Kalle. Da muss einer sein, der leicht ist und der flink ist und der beweglich ist. Ja, Fliegengewicht eben. Was? Hör mal, Professor, mach dir keine Sorgen. Wir lassen es als Betriebsunfall laufen, dann bist du versichert. Ja, geht das nur endlich mal los hier, ihr lahmen Säcke. So, pass auf, was ich jetzt hier sehen will. Das ist ein sauberer Kampf und das ist ein fairer Kampf. So, und Witz, Männer, boxt! Ist das hier Boxen oder Fangen? Zumindest ist es keine rein Puff. Jetzt zeig mal, dass du Kondition hast. Geil, du! Danke. Bitte. Oliver? Mama? Papa? Tante Inge? Und Jochen? Überzeugt? Also, wenn das bei dem einen Mal hier bleibt, ne? Meins wegen. Na, leck. Auf diesen Fall hast du halt einen Wemser. Komm her, komm her. Warte mal. Ich hatte noch 200 Euro noch mit hier. Hier, auf die Keule hier. Zwei. Auf Kalle die Keule! Ich wusste nicht, dass ein Mensch solche Kopfschmerzen haben kann. Siehst du? Und der Praktikant, der lernt auch noch was dabei. Ja, warte mal. Bevor wir jetzt das ganze Geld hier nach diesen Mücke hinbringen, da will ich aber hier bitte jedes Risiko ausschließen. Was? Hä? Kalle, du machst vielleicht einen ordentlichen Bums inzwischen in der Arme haben. Aber dein Geist, den musst du auch noch trainieren. Wie geht denn das? So, erste Übung, Konzentration. Dalli, Dalli. Die blonde, sexy Mareike. Sie schläft so gern im Freien. Dabei merkt das Mädchen nicht, wenn manchmal ihre Möpse auspüchsen. Ich lass mich nicht ablenken. Und was träumt die süße Janine 24 wohl, als sie ihre langen Beine spreizt und dabei gedankenverloren seufzt? Aus! Hör mal, 25 Sekunden, Asralkalle. Alles klar. So, und jetzt her wieder, Olle, mit den langen Beinen, mit den großen Titten da. Hast du meine Kippe da? Hallo! Schon vergessen? Hey. Alkohol, Bier, Zigaretten und Nikotin, das ist alle gestorben jetzt. Nächste Übung. Übung Nummer 2, Selbstbeherrschung. Muss ich? Ich habe jetzt noch Kopfschmerzen. Susi, laber nicht blöd rum, mein Fittich. Ja, los. Okay. Kalle,
Du bist ein Feigling. Oh, du Lappeskerl, du sollst eine beleidigen. Hey, pass auf. Versuche mich richtig fertig zu machen. Bist du ein Mann oder eine Memme? Na gut, aber das mache ich nur fürs Training. Kalle, du bist eine ganz, ganz traurige Gestalt. Außer Saufen und Weiber hast du nichts in der Birne. Sicher. Und wie du rumläufst, ja, dieses ekelhafte Unterhemd, immer dasselbe. Ja? Ich meine, du stinkst und siehst aus wie ein Bahnhofspenner. Ja? Und deine lächerliche Karre da hinten, ja? Ey, Moment mal. Die ist so lächerlich, sowas fahren nur Schwule und Friseusen, ja? Und dein Bippel, ja, der ist so groß wie eine Erdnuss, ja? Da lachen wir drauf rüber. Ich danke dir im Namen des Sports für diese äußerst gelungene Provokation. Nächstes Mal musst du nur einfach aufhören, wenn ich stopp sag. Na, Sportfreund, alles klar? Hey, Studiker, wie viele Finger sind das, ja? Ich würde so gerne mit dem Boot rausfahren. Oh. Das Wetter ist so schön. Alles klar. Hör mal, Kalle, im Namen des Sports gratuliere ich dir zu dieser geistlichen Leistung, du Keule! Kümmel, geh mal nach Mücke und bring da diesen Wetteinsatz hin. Wir werden reich. Ich werde berühmt. Und ich kaufe mir Premiere. Führe Martina ihre Schnulzen. Verstehe sie. Und für mich Bundesliga, bis der Arzt kommt. Hey, Kalle! Hab gehört, wir kämpfen heute Abend gegeneinander. Dachte ich mir, guck's mal vorbei. Hast dich auch nicht groß verändert, wa? Bis heute Abend. Was war das denn? Das war Milchtüten, Michi Wolf. Ach, das ist der Milchtüten-Michi. Wieso denn aufgeben? Ey, der Typ hat mir früher die Schuhe zugemacht. Kalle, wenn der dir heute die Schuhe zubindet, dann bricht er dir wahrscheinlich die Beine. Jetzt sei mal Realist. Der Traum, der ist jetzt hier mal aus. Also, ich zieh das Ding knallhart durch. Dann mach ich schon allein für die Weiber, wohl. Was ist denn los mit euch? Im ersten Widerstand schon die Segel streichen? Jetzt fängt die Herausforderung doch erst an. Immer so, ein paar vom Kopf, die haben richtig was gebraten wollen. Hier, 200 Euro auf Kalle die Keule. Weil wenn wir jetzt aufgeben, dann geben wir nicht nur einen Boxkampf auf, dann geben wir den Kampf mit uns selber auf. Und das, meine Freunde, das machen nur Memmen. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, was ihr sein wollt. Memmen oder Männer? Wir hatten hier von Aufgeben geredet. Ich habe nur mal ein bisschen laut nachgedacht. Als Manager musst du nämlich alles ganz genau überlegen. Und da bin ich sowieso zu dem Entschluss gekommen, wir machen das. Verstehe. Ja, ja. Ah, der Manager. Na, Mücke? Alles im Lack? Ja, alles klar. Ich wollte jetzt mal Geld setzen. Alles auf Kalle. Oder vielleicht doch lieber auf Michi, den Mangler? Der war vorhin bei uns zu Besuch. Hat sich ja prächtig entwickelt. Ja, ist zurzeit ganz gut im Strumpf. Er trainiert aber auch wie ein Tier. Sag mal, hat er überhaupt schon mal verloren? Lass mich mal überlegen. Zweimal musste ich abbrechen. Der hat den anderen sonst totgehauen. Aber sonst? Wann hat denn Kalle zuletzt geboxt? Vorgestern hat dem Luden das Nasenbein gebrochen. Im Red Rose. Wenn die Luden da so alt sind wie die Girls. So, hier liegen jetzt 1000 Euro. Welche Schweindel hätten wir denn gern? Keule oder Mangler? Kalle, wenn du die Stürze jetzt einsetzt da oben, dann ist das nicht Arbeit. Das ist Krafttraining, Konzentration und Konditionstraining in einem. Aber Jochen, die sind doch zu kurz. Mann, Student, wann kapierst du das endlich? Was nicht passt, wird passend gemacht. Und jetzt, Champion, go! Komm, ich trage alles selber. Schneller, auch runter, schon für die Weiber. Yes.
heute Abend. Hau ne tot, ey! Warte doch mal! Lidi, mach doch mal eine Currypommes, aber ohne Fett. Sag mal, muss das sein, der ganze Aufstand hier? Du hättest doch die Bullen am Hals. Aber das ist das erste Mal, dass ich an dem was verdient habe. Muss ich ja wohl ausnutzen, ne? Keine Sorge, Trainer, ich bin verschwiegen wie ein Grab. Der Kampf bleibt geheim. Hi, Pass. Liebelein. Hallo. Ja, es ist 10:30, was machst du denn hier? Na, ich will mir natürlich den Kampf angucken. Hier, Champion, ich hab was für dich. Ja. Kalt. Das ist mein Bademantel. Oh, bitte schön. Geil. Hier, Englein, pass mal auf. Also, ich möchte gar nicht, dass du da reingehst. Da fließt Blut und das ist ganz unangenehm. Also, stehst du? Nee. Ach, bitte, das kenn ich doch noch von früher, von den Hundekämpfen. Weißt du noch, Kalle? Ja, sicher. Und heute kämpfst du selbst. Sag mal, da habe ich doch gerade hoffentlich was ganz falsch verstanden. Jochen, das waren seinerzeit vielleicht so kleine Hunde. Er ist groß, er ist stark, er hat einen gelben Anzug an, alles klar. Aber trotzdem, ganz einfach, haust du in die Schnauze blau und geh ihm dick an die Hand. Guck die Olle an! Hallo, hey! Hallo! Na? Hallo. Hi! Hi! Na? Oliver, was machst du denn hier? Ich bin Trainer! Was bist du? Co-Trainer. Pass auf, also, jetzt denk an alles, was wir besprochen haben. Okay? Geh hin, hau in die Schnauze blau! Ja, ja, ja. Und achte auch auf deine Beinarbeit. Ich achte doch auf die Beine. Guck dir mal die Beine von Jola an. Ach, schieß mal die Kippe da weg, Mann. Oh, oh. Und bitte, lass mal für eine halbe Stunde die Schlange im Beutel. Sag doch auch mal was. Was? Muss man da so streng sein? Es geht um unser Geld hier, Junge. Ja, vor allen Dingen geht es um mein Geld. Ich habe nämlich auch gesetzt. Alles auf Kalle natürlich. Liebelein, das ist aber ganz furchtbar illegal, du. Ach, jetzt bitte, tu mal nicht so scheinheilig. Ihr habt doch auch alle gewettet, oder, Kümmel? Was? Ja, klar. Ihr Hardcore-Freunde! Willkommen im Fight Club. Ein ultra-brutaler Bär-Nagelfight steht auf dem Programm. Von rechts! Die Neuentdeckung des Jahres. 70 Kilo Fliegengewicht. Sein letzter Kampf erfolgte gegen Ludo, den alten Luden. Kalle die Kalle! Ja! Kalle, gib ihm die Kohle! Von links, ein Fels in der Brandung, der seine Augen sehen will, braucht einen Gabelstapler. 100 Kilo Schwergewicht, Michi der Meile! Jetzt! Vielleicht ist Kalle irgendwie andersrum. Ja. Was? Ich meine, vielleicht braucht er seine Schwächen, um stark zu sein. Andersrum? Was soll der Scheiß? Ah. Weißt du, was Michi vor dem Kampf über dich gesagt hat? Und jetzt mach ihn fertig. Mein Mann! Wenn der eine nicht gewinnt, dann gewinnt halt ein anderer.
beim Manager. Wäre ohne dich gar nicht möglich gewesen. Und mein Trainer. Hier und mein Assistent hier. Mein Man. Ganz große Last. Ist jetzt etwa zu spät oder was? Ey, Kick! Alten Kampfkiffer. Alles verpasst. Muss Freundschaft schön sein. Mücke, echte Kumpels, die kannst du nicht kaufen. Kaufen nicht? Aber verkaufen kann man seine Kumpels, nicht wahr, Manager? Tja, du kannst ja deinen Gewinn bei mir morgen abholen, Mäuschen. Hast ja auf Kalle gesetzt. Und du, Mr. Kümmel, bei dir ist ja alles gebonkt. Tja. Aber bei uns auch, weil wir haben da Arbeit gewonnen, oder? Ja, wir sind doch reich, oder nicht? Reich an Erfahrung, würde ich mal sagen. Da macht euch nichts draus. Geld macht eh nicht glücklich. Und Hauptsache, die Keule, ihr habt gewonnen. Hasta la vista, Freunde. Hey, sag mal. Wie meint der Spassebacken das? Ja, Manager, was meint ihr denn? Und was heißt eigentlich, dass Geld mich überhaupt nicht glücklich macht? Das heißt, dass der Kanacke euch verschaukelt hat. Oh? Also das war so. Die Chancen standen 1 zu 1000 und ich wollte euch einen Gefallen tun. Kalle, ich bin dein Freund. Wir sind Kumpels. Kalle? Kalle, wir sind Kumpels! Kalle! Kalle, wir sind Kumpels! Kalle, wir sind Kumpels! Vietnam. Also ein Gutes hat das Ganze ja. Martina hat sich ein Premiere-Abo gekauft. Das heißt für uns Fußball ohne Ende. Denkste, das heißt Schnulzen ohne Ende hier. Oder wer hat bei Jochen zu Hause das Sagen, ne? Vielleicht klappt das aber beim nächsten Mal. Nee, Kümmel, das muss schneller gehen. Du hast nur 30 Sekunden bis zur Liegestütze. Mann, jetzt auch mal ein bisschen mehr rund diese Beinarbeit. Steh doch nicht so da wie so ein Kerl, wie so ein Fundwurstbeer. Kerl, hau rein da! Vielleicht sollten wir nicht ganz so hart rannehmen. Was bist denn du für eine Memme? Der Kümmel muss auf fit sein nächste Woche. Für den Kampf gegen Hansi, den Hammer. Lass mal stecken noch. Der holt uns die gesamte Knete wieder rein. Einer eine Wette?